Wie wollen wir eigentlich in Zukunft unsere Heizkosten eindämmen und auch bezahlbar machen? Es ist letztlich alternativlos, erneuerbare Energien auszubauen, nicht nur aus Klimaschutzgründen, auch aus Kostengründen. 2 Euro der Liter Heizöl, das ist schon als Familie nicht zu stemmen. Sie kriegen eine Förderung, die aber die Mehrkosten für den Invest bei weitem nicht abdeckt. Das Saarland war auch schon immer Energieimportland und das wird aus unserer Sicht auch so bleiben. Wir sollten zumindest mal eine Bestandsaufnahme machen, was geht und wo was geht. Das fehlt hier komplett. Jürgen Leonhardt aus Überherrn vor seinem Haus. An seiner Seite die Energieberaterin Christine Mörgen. Sie soll das Potenzial der Immobilie im Hinblick auf regenerative Energieversorgung im Auftrag des Eigentümers checken. Das muss geprüft werden, ob eine Erweiterung da Sinn macht, auch von der Hydraulik her. Kosten? Eine neue, 10.000, 12.000 Euro für die Heizungsunterstützung. 35% Förderung. Solche Termine in Einfamilienhäusern sind inzwischen Routine für Ingenieurin Mörgen. Sie arbeitet im Auftrag der Verbraucherzentrale, die auch einen Teil des Gutachterhonorars übernimmt. Aber Frau Mörgen kommt inzwischen genau wie ihre Kollegen kaum mit der Abarbeitung der Aufträge nach. Vor nicht allzu langer Zeit, wenn ich einen Vortrag irgendwo angeboten habe, um den zu halten, ich dann froh war, wenn vielleicht 5 Leute den Vortrag besucht haben. Jetzt machen wir das natürlich auch online oder was, da haben wir bis zu 500 Zuhörer. Jürgen Leonhardt hat sein Haus vor 26 Jahren gebaut. Seine Gasheizung ist genauso alt. Sie läuft zwar überwiegend fehlerfrei, hat aber nun allein wegen ihres Alters keine Zukunft mehr. Und die neuen Gesetze sind ein Anlass mehr, sich um einen passenden Ersatz zu kümmern. Wie ist der Wärmebedarf von meinem Haus? Wenn ich jetzt zu einem Heizungsbauer gehe, der verkauft mir dann irgendein Gerät und so weiter, sagt ungefähr, das ist hier, das brauchst du und so weiter. Deshalb finde ich diese Energieberatung wichtig, dass man da unabhängig von diesen Dingen mal beraten wird. Wenn schon investieren, dann aber in die richtige Technik. Was bringt es an zusätzlicher Heizleistung, 10.000 Euro für eine neue Solarthermieanlage auf dem Dach auszugeben? Wenn Sie Ihren Gasbrennwertheizung unterstützen durch eine solarthermische Anlage, bis jetzt haben Sie ja nur Warmwasser bereitet. Das macht hier vielleicht 10% aus des gesamten Heizwärmebedarfs. Sie müssen aber 65% des Heizwärmebedarfs durch erneuerbare Energien decken. Genau, deshalb meine Überlegung da mit der Unterstützung. Genau, und das wird aber nicht funktionieren, auch nicht mit einer solarthermischen Anlage zur Heizungsunterstützung. Mhm. Weil mit der können Sie ungefähr 500 Kilowattstunden auf den Quadratmeter erzeugen. Mhm. Das haben wir vorhin festgestellt, Sie brauchen 18.000 Kilowattstunden. Ja. Die alte Heizung muss raus, das ist sicher. Aber auch, dass dieses Haus gute energetische Werte hat. In so einem Fall entscheiden sich viele Kunden schnell. So gesehen passiert es jetzt immer häufiger, dass die Kunden sagen, jetzt mache ich auch mal ganz schnell und gucke, dass ich noch eine Brennwert-Gas- oder Ölheizung in mein Haus kriege. Die versuche ich in diesem Jahr auf jeden Fall noch zu beauftragen, dann in der Hoffnung, dass er dann auch nächstes Jahr noch rein darf. Und die betreibe ich dann 20 Jahre und dann warten wir es mal ab. Jürgen Leonhardt hat sich entschieden, seine alte Gastherme durch eine moderne zu ersetzen und weiter nichts zu investieren. Vor 12 Jahren wurde ein Windrad zur Energieerzeugung in einem St. Ingberter Garten aufgestellt. Die Idee dazu hatte damals Hausbesitzer Carsten Meiser. Unterstützt wurde er von Hubert Wagner von den St. Ingberter Stadtwerken. Man wollte herausfinden, ob Kleinkraft-Windanlagen im Stadtgebiet Potenziale für die private Energieerzeugung haben. Heute treffen wir Meiser und Wagner an dem ehemaligen Versuchsobjekt. Die Windkraftanlage ist längst Geschichte, nur der einbetonierte Mast steht noch. Ich habe mich so als Pionier gesehen. Ich dachte, komm, mach das mal. Du hast eine PV-Anlage schon 2005 gebaut, das hat auch nicht jeder gemacht. Jetzt probier doch einfach mal einen neuen Weg, was halt irgendwie noch geht, wo man erneuerbare Energien unterstützen kann oder damit seinen Strom erzeugen kann. Die 5.000 Euro teure Anlage war wegen der Höhe von unter 10 Metern nicht genehmigungspflichtig. Die Stromausbeute aber reichte nur zum Kaffeekochen. Es gibt sicherlich bessere Standorte in St. Ingbert, aber ich glaube grundsätzlich, das System Kleinwindkraftanlagen hat sich so nicht durchgesetzt.
Warum? Weil das Verhältnis Investitionen zu Ertrag ist doch sehr bescheiden. Carsten Meiser ist inzwischen nach Bildstock umgezogen und hat sich wieder als Pionier betätigt. Sein neu gebautes Haus wurde mit einer speziellen Photovoltaikanlage ausgerüstet, um die Wärmepumpe zu versorgen. Für ihn genau zur richtigen Zeit. Ich wusste das 2020 noch nicht, was sich da wirklich im Energiesektor da tut. Aber jetzt bin ich mittlerweile froh, dass ich das gemacht habe. Und dass ich halt im Sommer, also ab April bis September, stromautark bin. Komplett mit meinem Speicher und halt in den Randmonaten, dann wenn wenig Sonne halt da ist, halt bis zu 40% autark bin. Sein Haus kommt ohne Keller aus und auch sein Speicher ist nicht wirklich als solcher nutzbar. Denn dort liegen gut isolierte Leitungen. Die versorgen seine Wärmepumpe und das ist der Clou, vom Dach aus. Weil er wegen der Lage des Hauses im ehemaligen Bergbaugebiet keine Erdbohrung genehmigt bekam, entschied er sich für eine thermische Anlage unter den Photovoltaikelementen auf dem Dach. So etwas kostet ungefähr 30% mehr als herkömmliche Anlagen. Ich wollte kein Gerät neben meinem Haus, das brummt und Geräusche erzeugt. Das hat mir optisch auch nicht gefallen und war auch für mich nicht zur Diskussion. Das war nicht der neueste Stand der Technik. Tatsächlich ist für den Laien von außen nur eine Photovoltaikanlage zu sehen. Mit ihr wird bei entsprechender Wetterlage Energie erzeugt. Was er nicht braucht, wird abgespeichert. Erfreulich, bei den stark gestiegenen Energiepreisen amortisiert sich seine Investition schneller. Also ich kann über mein Handy praktisch immer sehen, wie viel Energie kommt jetzt wirklich durch die Sonne rein, wie voll ist mein Speicher, was verbraucht mein Haus dann halt wirklich an Energie und kann dann dementsprechend eingreifen. Wenn ich jetzt sehe, ich mache so viel es kommt so viel Sonnenenergie, mein Speicher ist schon zu 100% voll, dann mache ich halt meine Waschmaschine, weil es kostet mich ja nichts. Der Strom kommt ja dann von der Sonne noch dazu. Und wenn Sie zu viel Energie haben, dann können Sie auch Ihr Auto anschließen. Dann kann ich mein Auto noch anschließen und wenn alles voll ist, geht's ins Netz. Bei Carsten Meisers Niedrigenergiehaus mit fast unabhängiger Versorgung gibt es aber auch eine Art Notausgang. Denn sollte es im Winter tatsächlich einmal zu einem Störfall kommen, bleibt ihm immer noch seine Pelletheizung als eiserne warme Reserve. Man kann ja nie wissen. Rückblende, Herbst 2021. In Nonnweiler setzt der Bauherr Karl-Heinz Gillenberg auch auf Wärmepumpenversorgung vom Dach. Bei der Kernsanierung seines Altbaus aus den 1930er Jahren installierte er ebenfalls eine PVT, eine thermische Photovoltaikanlage, die bei Carsten Meiser in Bildstock einwandfrei arbeitet. Das ging aber hier gründlich schief. Trotz Fachberatung durch die Firma Bosch Buderus und wissenschaftlicher Begleitung des Projekts durch das Fraunhofer Institut wurde letztlich eine für die spezielle Versorgung übers Dach ungeeignete Wärmepumpe eingebaut. Die Haussanierung geriet so zum ärgerlichen Experiment. Wir haben uns mit dem Bauherrn und einem Fachmann 2 Jahre nach dem Einbau noch einmal vor Ort verabredet. Der Mangel besteht immer noch, ist aber inzwischen klar analysiert. Viele Wärmepumpenhersteller können inzwischen eben auch mit solchen sehr schwankenden Wärmequellen wie der PVT-Anlage umgehen. Der Problemfall tritt ein im Sommer, wenn es eben sehr warm ist, bei 35 Grad Lufttemperatur plus solarer Strahlung, die dann logischerweise da ist, erreichen wir Temperaturen von bis zu 60 Grad oben auf dem Dach. Das ist ein Temperaturfenster für die Wärmepumpe, das zu groß ist. Es passiert Folgendes, dass bei den hohen Temperaturen, die ja dann von dieser Sohle in den Keller transportiert werden, die Wärmepumpe das nicht verarbeiten kann und von daher auf Störung geht. Sodass dann die Pumpe auch bei starken Temperaturen auf Störung geht und ich dann halt, je nachdem wie es dann ein bisschen abkühlt abends, die Pumpe dann entsprechend den Störer ausschalte, wieder einschalte. Und das darf also nicht sein. Darf nicht, ist aber so. Und bringt damit das gesamte System im Haus durcheinander. So hatte sich der Bauherr seine energetische Wende nicht vorgestellt.
Da ist das große Problem, dass dann also der Techniker von der Firma Buderus schon sehr oft da war, nachreguliert hat, und so dass ich dann auch im Herbst letzten Jahres zum Beispiel eine offizielle Mitteilung bekommen habe, dass trotz intensiver Bemühungen die Firma Buderus nicht in der Lage war, die Anlage so einzustellen, wie es erforderlich ist. Und da sollten andere Lösungen dann gefunden werden. Inzwischen bemüht sich Bosch Buderus immerhin intensiv, die Software der fehlerhaften Wärmepumpe auf Vordermann zu bringen oder sie zu ersetzen. Der Bauherr sieht sich als Versuchskaninchen wider Willen. Es wird letztlich dem Einzelnen überlassen, dass er nachdenkt, was kann man denn machen. Und das halte ich für grundsätzlich falsch. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die gemeinschaftlich bewältigt werden muss. Und wir müssen auch einen Zeitplan haben für diese Umstellung. Und da fehlt es an allen Ecken und Enden bisher. Aber nicht nur einzelne Bauherren stehen der Fülle von Informationen alleine gegenüber. Auch bei Großprojekten wird oft zu wenig vorausschauend und flankierend gehandelt. Beispielhaft kann man das am Wohnprojekt Franzenbrunnen in der Landeshauptstadt sehen. Es ist noch immer nicht abgeschlossen. Verantwortlich für Planung und Entwicklung ist die städtische Gesellschaft GIU. Bei der Energieversorgung verwarf man bei diesem Großprojekt mit hunderten Häusern und Wohnungen die Idee eines Wärmenetzes zugunsten herkömmlicher Technik. Fernwärme ist damals aus Sicht der Stadtwerke als nicht wirtschaftlich darstellbar mitgeteilt worden. Sie müssen natürlich lange Leitungen legen und so weiter und so fort und haben natürlich erst einen wirtschaftlichen Effekt, wenn sie eine Mindestabnahme haben. Das heißt, man hätte dann im Umkehrschluss, so ähnlich wie in den 60er Jahren im Eschberg, einen Anschlusszwang reinschreiben müssen, was vielleicht damals auch politisch nicht gewollt war. Der politische Wille und die eigenen Stadtwerke. Oft steht eine Kombination aus Ignoranz und kurzsichtigem Geschäftssinn alternativen Lösungen im Weg, zulasten der Eigentümer. Gasheizung haben wir. Und? Ja, also wir hatten ja erst vor 2 Jahren gebaut und damals war das irgendwie die bevorzugte Option, ne? Heute wird man es anders machen. Wie wird es heute sein? Ja, wahrscheinlich Wärmepumpen nutzen. Und das war damals aber irgendwo in der Diskussion hier. War aber nicht so wirklich beliebt als Option, auch von Seiten der Architekten her. Warum? Keine Ahnung, komplizierter, bisschen teurer. Und die ökologische Geschichte war damals eigentlich gar kein Thema. Wir haben aber auch zu 6 gebaut in einer Reihe, ne? Und so haben sich viele für das vermeintlich beste Angebot entschieden. Billiges Gas. Tatsächlich hätte ich mir von der GIU, wenn man sich als Stadt sagt, wir müssen nachhaltiger werden, dann hätte man natürlich auch von der GIU bestimmte Vorgaben machen müssen. Haben wir aber leider nicht gekriegt. Die Entwicklungsgesellschaft weist aber die Verantwortung von sich. Vorschreiben kann es nicht den GIU, sondern vorschreiben kann das der Plangeber, sprich die Kommune. Im Bebauungsplan kann der Stadtrat, wenn der Bebauungsplan beschlossen wird, sagen, das muss da sein. Schon seit Jahrzehnten wird eine gesetzliche Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung bundesweit diskutiert. Aber eben nur diskutiert. Aufwecken wird man Kommunen, wird man Stadtwerke eigentlich immer nur durch Vorgaben vom Bund oder von Europa. Das lehrt alle Erfahrung. Also Stadtwerke machen einen guten Job, aber sind nicht sozusagen in der vordersten Linie, wenn es um Veränderungen geht. Veränderung kam immer von oben. In Ausnahmefällen geht es aber auch anders. Ein gutes Beispiel dafür ist in Saarlouis zu finden. Hier produziert man nicht nur seinen eigenen Strom für den städtischen Betriebshof mit einer 100-kW-Anlage, sondern man setzt zunehmend und konsequent auf Elektroantrieb für den Maschinenpark. Neueste Errungenschaft ist eine akkugetriebene Kehrmaschine. Das alles kommt nicht von heute auf morgen. Stadtrat und Verwaltung müssen dafür an einem Strang ziehen. Qualifiziertes Personal muss Förderanträge schreiben. Die notwendige Technik muss gefunden und installiert werden. Dann geht die Rechnung auf. Was passiert, wenn man nicht unabhängig ist, haben wir ja gerade gesehen, wie uns die Gaspreise zum Beispiel dann in die Ohren fliegen. Und alles, was wir hier machen, dient ja auch dieser Unabhängigkeit, also unseren Strom selber zu nutzen. Auch hier, wie gesagt, alles Mögliche aufzubauen. Also jeder, man muss es auch so sehen, als Kommune, jeder Euro, der hier bleibt, den wird auch hier wieder investiert. Besonders stolz ist man in Saarlouis auf die einzige Grünschnittverfeuerungsanlage im Saarland. Damit werden seit 2018 im Betriebshof 6 Hallen und Gebäude geheizt. Inzwischen kommen ständig Vertreter aus allen Landesteilen, um sich das Modell anzuschauen. Der Grund
liegt auf der Hand. Wir haben gemerkt, also wenn in den Wintermonaten die Heizanlage mal ausgefallen ist und wir ans Fernwärmenetz angeschlossen und die Heizkosten, die dann entstehen, sind enorm hoch. Also zwischen 8.000 und 10.000 Euro haben wir dann monatlich an Heizrechnungen und durch unsere Anlage lässt sich das eben nahezu vollständig kompensieren, wenn die Anlage rund läuft. Und das ist ja schon ein tolles Ergebnis, neben dem Umweltaspekt auch eben dadurch den Kostendruck zu senken. Anfangs wollte niemand glauben, dass getrockneter Grünschnitt verheizt werden kann. Die Technik dafür musste sogar importiert werden, aus Österreich. Aber nicht nur logistisch, sondern auch finanziell stellen solche Aufgaben manche Kommunen vor unüberwindbare Hindernisse. Kleinere Kommunen können das nicht leisten. Wir sind aber auch dabei, Kooperationen aufzubauen, interkommunale Kooperationen. Wir arbeiten inzwischen mit Überherren zusammen. Und es wird vielleicht so sein, dass dann tatsächlich das Ganze als gutes Beispiel noch weiter Kreise zieht. Ein weiteres Beispiel aus St. Louis, das bisher leider keine weiteren Kreise gezogen hat, ist seit 5 Jahren die Versorgung von 2 Schulen im Stadtgebiet mit selbstgebauten mobilen Wärmespeichern. Selbstgebaut, weil es solche Systeme damals nicht zu kaufen gab. Geplant ist auch hier zukünftig weitere Schulen so zu versorgen, um Energie einzusparen. Die Quelle für diese Wärmetransfers liegt auf der Mülldeponie Liesdorfer Berg. Mit Fördergeld und anfangs nur einer vagen Idee hatte man in St. Louis vor Jahren beschlossen, mögliche Ressourcen sinnvoll und nachhaltig nutzen zu wollen. 12 Kubikmeter Methangas werden pro Stunde abgepumpt. Dank auch der Kooperation mit einem solventen Partner. Der EVS hat für 11 Millionen Euro diese Deponie hier in Liesdorf saniert. Während der Sanierungsmaßnahmen sind 20 Gasbrunnen geschaffen worden. Und in diesem Prozess wird dieses Methangas, das dort auf der alten Deponie entsteht, gefasst. Wenn man Methangas in die Atmosphäre geben würde, ist es um den Faktor 25 gefährlicher für die Umwelt als CO2. Also müsste man es abfackeln. Und jetzt haben wir zusammen mit der Stadt St. Louis eben diese Situation hier, dass wir dieses Gas verbrennen, erzeugen Wärme. Die Wärme wird gespeichert und wird dann an die Schulen gegeben. An den Schulen wird dann dort Fernwärme erspart. Rückblende. Spatenstich im Herbst letzten Jahres in Kirkel-Altstadt. Mit Bundesforschungsgeldern will ein örtlicher Investor eine Pilotanlage bauen. Mit Pferdemist aus den umliegenden Ställen soll so umweltfreundliches Biogas für mehrere Dutzend Haushalte produziert werden. Und ganz nebenbei würden auch viele Tonnen problematischer Pferdemist nutzbringend entsorgt. Aber das hochgelobte und geförderte Vorzeigeprojekt kommt seit Monaten nicht voran. Die Baustelle liegt brach. Wir treffen einen Vertreter des Instituts für Zukunftsenergiesysteme ICES aus Saarbrücken, der das Projekt wissenschaftlich begleitet. Das Projekt ist etwas in Verzug geraten, weil wir durch die Covid-Situation sehr lange Genehmigungszeiten hatten für das Projekt selbst. Und es ist ein Forschungsprojekt, das heißt, die Anlage selbst war noch nicht bekannt. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass in ganz Deutschland derzeit die Baukosten massiv gestiegen sind, vor allem beim Zement. Wir reden da von 2- bis 3-fachen Kosten, die vorher auf die Bauherren zugekommen waren. Zu spät, zu zaghaft, zu einseitig. Energiepolitik nach Hausmannsart, großindustriefreundlich. Auf der Basis der Lüge von der billigen Energie, immer und überall. Das ging lange gut, leider. Es wurde viel, viel versäumt in den letzten 20 Jahren. Und gerade im Bereich Biogas hat man versucht, 2012 Biogasanlagen komplett zurückzudrängen, weil man gesagt hat, die sind zu teuer am Markt. Das wird man heute nicht mehr sagen, weil man heute merkt, wenn man von russischem Gas abhängig ist, dann ist dies vielleicht noch teurer als Biogas. Und man hat im Prinzip 2012 bei dem EEG den Fehler gemacht, dass man die Welt gestoppt hat, die erneuerbare Welt, und nicht weiter fortgeführt hat aus Kostengründen. Nicht weit entfernt von der ruhenden Baustelle in Kirkel steht das Kohlekraftwerk Bexbach. Symbol für eine zentrale Energieversorgung mit fossilen Brennstoffen. Die Zukunft soll aber anders aussehen, dezentral und kleinteilig, auch durch Gas aus Pferdemist. So planen es die Bürger aus Niederbexbach. Hier leben 1100 Menschen und 400 Pferde. Tonnen von Mist fallen hier monatlich an.
Angeregt durch das Kirkeler Forschungsprojekt haben sich Ortsvorsteher und Bürgerinitiative auf den Weg zu einer anderen Energieversorgung gemacht. Begleitet wird auch hier das Projekt vom ICES. Man schätzt, dass es noch Jahre dauert bis zur Umsetzung. Also wir stehen noch komplett am Anfang. Es haben sich zwei, drei Leute zusammengetan und gesagt, sag mal, wie wollen wir eigentlich in Zukunft unsere Heizkosten eindämmen und auch bezahlbar machen? Und dann ist uns eingefallen, wir haben mehrere Pferdehöfe, die hier nicht wissen, was sie mit ihrem Mist machen sollen, wo der hin soll. Wir haben eine Grünschnittanlage, die jetzt im Momentan vom EVS noch abgeholt wird. Und haben dann gesagt, wieso kann man denn nicht die Synergien, die vorhanden sind, nutzen? Die Häuser hier sind in den 50er, 60er Jahren gebaut worden. Es stehen also enorme Investitionen an, für die energetisch zu sanieren. Und da ist eine Wärmeschiene natürlich eine Idee, ein Konzept, das die Energie halt über eine Schiene direkt ins Haus reinbringt, ohne große Maßnahmen zu machen. Neue Ideen brauchen aber auch unbedingt politische Unterstützung. Damit ist es bisher nicht weit her. Der Herr Bürgermeister lässt sich entschuldigen. Er ist in Urlaub. Und Beigeordneten haben offensichtlich keine Zeit, für heute an dem Termin wahrzunehmen. Ansonsten laufen wir da im Moment eigentlich gegen Windmühlen. Wir fühlen uns schon von der Politik und auch von den Kommunen ein bisschen allein gelassen. Ein dickes Brett in Sachen Wärme wollen sie da in Niederbecksbach bohren. Gelungen ist das im Saarland bisher nur einmal. Bei der Energiegenossenschaft in Ottweiler Fürth. Axel Hastenteufel ist Gründer, Vorstand und Kümmerer in einer Person. Ohne ihn gäbe es das bislang einzige Nahwärmenetz im Saarland nicht. Wir sind hier in Ottweiler Fürth im Fasanenweg. Und das ist eine Straße, in der wir im vorigen Jahr weitere Nahwärmekunden gewonnen haben und auch angeschlossen haben. Welche? Wenn man hier sieht, wir stehen hier gerade vor dem Haus von Herrn Weber. Das wurde voriges Jahr im Herbst angeschlossen. Wenn man hier hoch sieht in der Straße, das neuere rote Haus dort oben wurde angeschlossen. Und das gelbe Haus hier, das war schon unser Bestandskunde. Im letzten Jahr sind viele neue Mitglieder wie die Webers zur Energiegenossenschaft gestoßen. Der Preisschock hat ihnen klargemacht, dass örtliche Versorgungsalternativen weit mehr sind als spinnerte Öko-Ideen. Und staatlich gefördert dazu. Beim Austausch von einer Ölheizung oder mit fossilen Brennstoffen gibt es halt verschiedene Prämien. Und ich habe mich da auch beraten lassen. Also die Genossenschaft berät einen da sehr gut. Beantragt auch die Förderung. Von daher musste ich mich da gar nicht viel drum kümmern. Das wurde alles beantragt und abgezogen. Von daher, es gab eine Förderung von ungefähr 35-45%. Klingt alles ganz einfach. Dem Gesamtprojekt für ein Energiedorf stand man anfangs sehr skeptisch gegenüber. Wie wir 2014/15 gebaut hatten, hat jeder gedacht, die sind irre. Was machen die hier für einen Quatsch? Aber letztendlich hat sich unsere Voraussage bewahrheitet. Und wir haben jetzt ein tolles Projekt, haben ein großes Bioenergiedorf mit über 16 Kilometer Leitungsnetz und 240 Kunden. Wer sich für die Energiegenossenschaft entscheidet, muss sich nach dem Anschluss um nichts mehr kümmern. Von Vorteil für den Erfolg des Nahwärmekonzepts war auch, dass im Ort keine Gasleitungen als mögliche Alternative verlegt sind. Weil wir vom Öl weg wollen und es gibt nicht so viele Alternativen. Und dadurch, dass wir noch die Förderung vom Staat bekommen, ist es dann halt die einzigste Möglichkeit, als Normalverdiener noch ein anständiges Heizungssystem zu bekommen für die Zukunft. Wir wollen ein paar Jahre hier wohnen, wir haben das Haus erst gekauft und ja, es ist die beste Investition. Rund 20.000 Euro kostet so ein Anschluss. Dafür gewinnt man Platz im Keller und spart weiteres Geld, auch bei einer notwendigen energetischen Sanierung. Dämmen hat zwei Seiten. Wenn man ein Dach neu macht, dämmt man. Das macht Sinn. Eine Vollschalung an so einem alten Haus macht keinen Sinn. Das Geld bekommt man nie rein. Eine Nahwärmeheizung hat gegenüber Öl eine Einsparung von rund 20%, vom System her bedingt.
und damit erreicht man schon viel. Wir besuchen einen der beiden Bauernhöfe, wo die Energie für das Nahwärmenetz erzeugt wird. Bei inzwischen 240 angeschlossenen Haushalten, der Perspektive von 100 möglichen Neukunden und bei 16 Kilometer Leitungsnetz muss die Versorgung krisenfest und in der Nähe sein. Eine Kreislaufwirtschaft, die dem Bauern trotz aller laufenden Gesetzesänderungen bisher jedenfalls einen Nebenverdienst sichert. Von dort wird quasi diese Gärmittel alles in den Fermenter eingegeben. Dort wird über Bakterien wird das Gas hergestellt. Das Gas wird über eine Gasleitung zu einem Blockheizkraftwerk gebracht. Das steht auf der anderen Seite vom Hof. Und dort wird Strom produziert und Wärme. Der Strom wird hier direkt ins Netz gespeist. Die Wärme, die wird nach Fürth transportiert, in die Energiezentrale. Das ist das Herzstück der Energiegenossenschaft. 10 Millionen Euro wurden in die Versorgungszentrale samt Leitungsnetz investiert. 20% davon als Förderung durch Bund und Land. Neben der Wärme aus den Biogasanlagen erhält man Energie durch Verfeuerung von Hackschnitzeln. Wir haben drei Zulieferanten. Zwei aus dem Saarland und einer aus dem Rheinland-Pfalz. Also alles aus der Region, aus dem Hunsrück oder aus dem Saarland. Der Betrieb läuft rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Eine Gruppe von Nebenerwerblern teilt sich mit Axel Hastenteufel die Verantwortung für den reibungslosen Ablauf. Und sollte die Energie aus Biogasanlagen und Hackschnitzelofen tatsächlich einmal nicht ausreichen, kann zusätzlich ein Pelletofen in Gang gesetzt werden, so dass die Wärme immer die angeschlossenen Haushalte der Genossenschaft erreicht. Dank digitaler Technik hat man die Funktionen der Anlage immer unter Kontrolle. Hier an der Wand sieht man unser Fernwartungsprogramm. Also jedes Kästchen ist ein Hausanschluss, den man führt an. Und jedes Grüne ist schon in dem Fernwartungsprogramm aktiv. Das wird hier überwacht über unseren PC. Wenn man hier sich drauf sitzt, sieht man jedes einzelne Haus. Hacken kann man die Anlage hier nicht, weil sie nicht online ist. Wir haben ja ein separates System, das in die Häuser geht, eigene Leitungen und auf das System kommt keiner drauf. Noch ein paar Jahre will Axel Hastenteufel mitmachen und seine Energiegenossenschaft wachsen sehen. Auf den ersten Blick sind das ganz gewöhnliche Schafe auf einer Weide. Aber eben nur auf den ersten Blick, denn ihr Weidegrund ist eine Photovoltaikanlage. Sie halten das Gras zwischen den Elementen kurz. Karl-Werner Götzinger, Manfred Burger und Volker Weber freuen sich über den zusätzlichen ökologischen Effekt, der nebenbei durch die Tierhaltung für ihre Bürgerenergiegenossenschaft auf dem Gelände entsteht. Nachhaltigkeit ist auch hier ein wichtiges Ziel für den Vorstand. Geld verdienen ist nicht die erste Priorität einer Bürgerenergiegenossenschaft, sondern unser Ziel ist es zunächst mal, Solaranlagen zu bauen, die Leute zu beteiligen. Und natürlich bekommen die Leute auch eine Dividende. Aber das ist nicht, wir sind keine Aktiengesellschaft, wo wir Shareholder Value als oberstes Ziel haben. Es ist einfach das Ziel, deswegen haben wir uns ja auch gegründet, in Richtung Klimaschutz zu investieren. Das heißt also, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Wenn wir sagen, dass wir zu 100% ehrenamtlich tätig sind, dann wird man auch von Politikern öfter gefragt, warum machen sie das? Ja? Und wir machen das, weil wir davon überzeugt sind, dass die Menschheit vor einem richtig großen Problem steht mit der Klimakatastrophe. 2021 wurde der Solarpark gegenüber der Dillinger Hütte ans Netz angeschlossen. 2 Jahre dauerte es von der Idee bis zur Fertigstellung. Genau. Knapp 2 Millionen Euro Investition ohne jede staatliche Förderung. Man könnte 2,15 Megawatt Strom produzieren, ist aber bei 1,5 Megawatt gedeckelt, weil das Leitungsnetz zu schwach ausgelegt ist. Die Folge jahrelanger falscher Energiepolitik. Das EEG sieht schon seit Jahren den Leitungsausbau entlang von Autobahnen zum Anschluss regenerativer Energiequellen vor. Das wurde aber von der Landespolitik und Stromversorgern meist ignoriert. Wenn Sie so einen Park planen, wie jetzt hier, ja, dann haben Sie eine Fläche. Sie können auf dieser Fläche pro Hektar, kann man sagen, 1 Megawatt Peak an Solaranlage bauen. Und dann fragen Sie beim Netzbetreiber an, wo ist denn der nächste Einspeisepunkt? Ja, und da kommt es schon vor, dass Sie eben einen Einspeisepunkt genannt bekommen, der liegt 4-5 Kilometer entfernt.
Ja, da müssen wir das Netz bauen. Ja, da müssen wir also 4-5 Kilometer Leitung bauen. Und das macht dann natürlich oft jedes Projekt kaputt. Ein großer Versorger im Saarland ist die VSE. Dort ist man inzwischen aufgewacht. Wir werden in den nächsten 3 Jahren rund 300 Millionen in unsere Infrastruktur als VSE-Gruppe investieren. Und das wird schwerpunktmäßig im Bereich der Stromnetze sein, natürlich auch in anderen Bereichen, wo wir zum einen unsere Umspannwerke erweitern werden. Wir werden Netzausbau betreiben. Ortswechsel nach Dirmingen. Direkt an der Autobahn steht seit 2018 eine sehr spezielle Solaranlage. Abgekürzt wird sie als Agri-PV bezeichnet. Das heißt Agrikultur mit Photovoltaik. Das bedeutet, dass trotz Energieproduktion die landwirtschaftliche Nutzung der 10 Hektar großen Fläche möglich ist. Nicht die einzige Besonderheit. Der Grund, warum stehen die Module senkrecht, ist, dass wir zu anderen Zeiten Strom produzieren möchten, als das die konventionellen Freiflächenanlagen tun. Denn bekanntermaßen im Süden steht die Sonne mittags. Alle Solaranlagen produzieren mittags, egal ob auf dem Dach oder auf der Freifläche. Und da nähern wir uns dem Punkt, dass wir dann eher schon zu viel Strom haben. Morgens und abends fehlt es immer noch, müssen konventionelle Kraftwerke laufen. Und das wollen wir ändern. Deswegen stehen die Module hier so, dass die Modulseiten nach Osten und Westen zeigen. Die private Betreiberfirma mit Sitz in Dillingen hat 2,5 Millionen Euro investiert. 2,6 Millionen Kilowattstunden produziert der Solarpark. Trotzdem ist die Fläche dadurch nicht versiegelt, sondern landwirtschaftlich nutzbar. Es gibt eben halt kleine Einschränkungen. Ziel ist natürlich, die Anlage so zu bauen, dass sie zu der Mechanisierung, zum Fuhrpark des Landwirtes passt. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Oder eben halt, wenn er neue Investitionen tätigt, dass sie auf die Anlage passen. Ansonsten kann man die meisten Sachen hier weiter eben halt nutzen, hat hier und da Abstriche, je nach Technik, dass man manche Arbeiten etwas langsamer machen muss. Genau das wollte Bauer Jörg Hussong aus Steinbach bei Ottweiler ausprobieren und beantragte für eine Fläche von 12 Hektar die Aufstellung einer solchen Agri-PV-Anlage. Das war vor 5 Jahren. Hussong scheiterte jahrelang am Widerstand von Bauernverband und Landwirtschaftskammer. Die Fläche wäre zu wertvoll für eine Zusatzverwertung als Energiepark, lautete das Argument. Hat einen Haufen Zeit gekostet. Wir haben immer müssen überlegen, was könne man noch mal schreiben, damit der Anreiz kommt, dass die andere Seite, politische Seite, noch mal mir die kriegen, dass sie noch mal tätig wäre. Die Fronten waren verhärtet. So weit, dass der Landwirt zeitweise nicht mehr an den Erfolg seines Projektes glaubte. Aufgeben, ja, mittendrin war mal wegen Corona, dann ist alles im Sande verlaufen, dann haben wir es noch einmal probiert. Also man hat müssen einige Male den Ansturm nehmen, dass man weiterkommen ist. Am Ende hat sich seine Hartnäckigkeit gelohnt. Er darf die Anlage errichten lassen. Dazu verpachtet er sein Land an die Betreiberfirma, die sich um alles kümmert. Ein weiterer Partner ist eine Energiegenossenschaft aus Freiburg. Das ist eine zusätzliche Einnahmequelle, die kann somit den Betrieb auch noch mal stabilisieren, um Schwankungen auszugleichen, die man regelmäßigerweise machen. Und wie gesagt, energiemäßig. Jetzt schlägt sie richtig Saldo, was man braucht. Die momentane Energiekrise hat aber die Gegner solcher Agri-Anlagen nicht überzeugt. Für sie gehören solche Kraftwerke nicht auf landwirtschaftliche Nutzflächen. Wir sind in der Landwirtschaft froh um jeden Pfosten, um jeden Grenzstein, um jeden Baum, der uns nicht im Weg steht bei der Bewirtschaftung der Flächen. Und hier haben wir das quasi alle 10 Meter. Das heißt, man muss auf diesen Flächen hochkonzentriert zwischen diesen Modulen arbeiten, damit man nicht irgendwo mit einer Maschine kollidiert. Und das den ganzen Tag, das ist also schon eine Zumutung. Die Haltung der Funktionäre zeigt Wirkung. Nur wenige Landwirte haben Interesse an Agri-PV. Die Genehmigung für Jörg Hussong wird eher als ein Sonderfall gesehen. Das akzeptieren wir so. Aber ich glaube nicht, dass damit Dämme gebrochen sind. Und unsere Einstellung ohnehin nicht. Nächstes Jahr sollen die Hussong-Rinder wie gewohnt über dieses Feld trotten. Nur, dass sie ihren Weg zwischen senkrechten Solarpanelen suchen müssen. Für seine Rindviecher jedenfalls kein Problem. Ortstermin mit der RAG. Auf dem Gelände der ehemaligen Grube Hirschbach bei Duttweiler. 1952 war hier Schluss.
Traudel König, Hendrik Dörr und Rudolf Krumm von der saarländischen RAG Immobilienvertretung zeigen uns den Standort einer geplanten neuen PV-Anlage. Auf der 10 Hektar großen Fläche des ehemaligen Absinkweihers der Grube soll zukünftig Strom produziert werden. Wir haben ein Klimaziel als RAG. Wir wollen den Strom, den wir benötigen, vor allen Dingen für die Grubenwasserhaltung, den wollen wir aus erneuerbaren Energien erzielen, und zwar bis 2030. Und zum anderen ist der Bedarf an erneuerbaren Energien extrem hoch, sodass auch die Landesregierung uns gebeten hat, doch auch darüber hinaus möglichst viel PV-Anlagen noch ans Netz zu bringen. Vor Jahren ist die RAG noch aus dem Solarparkgeschäft ausgestiegen. Jetzt steigt sie wieder ein. Kein Wunder, denn plötzlich liegen regenerative Energien im Trend. Und es gibt viele Flächen, die sich eignen könnten, um damit gutes Geld zu verdienen. Wir sind im Moment ja dabei, die technischen und wirtschaftlichen Fragen zu klären, um auch an Haldenflanken und an anderen wesentlich schwierigeren Standorten Photovoltaik zu entwickeln. Und wenn wir die Fragen geklärt haben, dann können wir auch sagen, in welchem Umfang wir weiteres Entwicklungspotenzial hier im Saarland sehen. Auch da spielt die Wirtschaftlichkeit eine Rolle. Am Ende muss ja der Strom zu marktfähigen Preisen auch zur Verfügung gestellt werden können. Wirtschaftlichkeit als Bremse für Innovationen und Zukunftskonzepte. Ein anderes Beispiel für ungenutzte Ressourcen findet sich am ehemaligen Bergwerk Rehden. Hier pumpt die RAG jährlich bis zu 17 Millionen Kubikmeter 30 Grad warmes Grubenwasser nach oben. Es fließt abgekühlt durch die Wassergärten ungenutzt in einen Bachlauf. Bis 2018 hatte man kurzzeitig mit dem warmen Grubenwasser die Gebäude geheizt. Ein längst wieder eingestellter Versuch, kein weiteres Interesse bisher. Der ehemalige Saarberg-Ingenieur Thomas Neu möchte Grubenwasser sinnvoll nutzen. In Nordrhein-Westfalen gibt es Beispiele dafür. Warmes Grubenwasser hat Potenzial. Und wenn Sie hier das Ding rumdrehen, sehen Sie, was an der Ruhr alles schon läuft. An der Ruhr hat man das begriffen, dass der Anstieg des Grubenwassers ein Riesenvorteil sein kann, wenn man nämlich an seine geothermische Nutzung denkt. Wir haben dann hier 30-gradiges Wasser, relativ nah unter der Oberfläche stehen, wenn man jetzt in die Zukunft denkt. Und wenn Sie eine Wärmepumpe einsetzen, und die Bundesregierung will ja die Wärmepumpe als die große Lösung propagieren, 30-gradiges Wasser als Versorgung einer Wärmepumpe, das ist zu relativ geringen Stromkosten eine hervorragende Möglichkeit, um dezentral oder auch zentral Wärme bereitzustellen. Aber es herrscht Ideenlosigkeit. Beispiel Luisenthal. Hier soll nach 17 Jahren Stillstand auf dem ehemaligen Grubengelände neu gebaut werden. Verantwortlich ist die Stadt Völklingen. Doch deren Oberbürgermeisterin fremdelt mit den geothermischen Möglichkeiten des Standortes. In einem vor einem Jahr mit der RAG geschlossenen Vertrag findet sich davon jedenfalls nichts. Man will lieber kleine, einfache Lösungen. Wir haben heute ganz einfache Ziele sozusagen auf die Agenda geschrieben. Wir wollen dem Stadtteil dieses Gebiet einfach nochmal zurückgeben. Wir wollen hier Wohnen ermöglichen, wir wollen hier kleines Gewerbe ermöglichen. Das Potenzial des heißen Grubenwassers unter Luisenthal ist auch der RAG keine Überlegung wert. Das ist ein Ding, also ein Thema, was wir immer wieder in den Blick nehmen. Ist es für Luisenthal ein Konzept, Geothermie hier aus Grubenwasser zu nutzen oder nicht? Aus heutiger Sicht ist es nicht vorgesehen. Trotz mehrmaliger schriftlicher Anfragen an die Stadt sah sich die Verwaltung auch ein Jahr nach der Projektierung für Luisenthal nicht imstande, Pläne für eine eventuelle geothermische Nutzung zu nennen. Ähnlich schlecht läuft es an der Grube Kamphausen. Hier hat der Energiekonzern STEAG schon 2020 die thermische Nutzung von Grubenwasser für sein dortiges Blockheizkraftwerk öffentlich angekündigt. Warum kommt das seit Jahren nicht voran, dieses Einzelprojekt Kamphausen?
Da müssen Sie die STEAG fragen, da kann ich Ihnen keine Informationen zu geben. Ich weiß es einfach nicht. Nach meinen Informationen will die RAG Grubenwasser bezahlt haben, was vorher nicht ausgemacht war, aber da wissen Sie nichts von. Nee. Das ist die STEAG. Die STEAG hat ihren Sitz in Saarbrücken, neben der Westspange. Bedauerlicherweise wollten die neuen Geschäftsführer der auch für regenerative Energiesysteme gegründeten STEAG-Tochter Iconi zu ihren Ideen, Plänen und Konzepten vor der Kamera nicht Stellung nehmen. Dabei betreut man seit langem auch Geothermie-Projekte in der Republik, zum Beispiel in Bayern, zwei Geothermie-Heizwerke zur Fernwärmeversorgung. Fachkompetenz wäre demnach vorhanden, aber wohl nicht für das Saarland. Dabei drängt die Zeit meinen Kritiker wie Thomas Neu. Er fragt sich, wie die STEAG künftig ihre Aufgaben zur Energieversorgung hierzulande erfüllen will. Wenn wir uns heute überlegen, wo in 10 Jahren die Energie herkommen soll, die wir über die Fernwärmeschiene dann an die Endverbraucher transportieren. Ja, dass die beiden Kohlekraftwerke in Völklingen-Fenne wird es nicht mehr geben. Die Kokerei in Dillingen wird es auch nicht mehr geben, spätestens wenn die Stahlerzeugung auf grünen Stahl und Wasserstoff umgestellt wird. Was haben wir denn noch an Versorgungsmöglichkeiten für die Fernwärmeschiene Saar? Wollen wir hier einen Tauchsieder reinhängen und den Strom aus Cattenau nehmen? Das kann es ja wohl nicht sein. Thomas Neu erhält wissenschaftlichen Zuspruch. HTW-Professor Uwe Lebrich unterstützt den Ansatz mit der tiefen Geothermie. Mittlerweile ist man deutlich weiter und hat viele Regionen in Deutschland entdeckt, auch in Norddeutschland beispielsweise, wo man durchaus diese Geothermie anzapfen kann. Und dazu gehört auch der Oberrheingraben, vielleicht mit Schwerpunkt Mannheim, bis ein Stück weit auch ins Saarland, wobei Saarland leider nicht so gute Voraussetzungen wohl hat wie Mannheim. Aber ich bin natürlich dafür, ja, das neu zu entdecken und wirklich genauer hinzugucken, was ist möglich mit Geothermie. Und wir werden vielleicht noch manche Überraschung erleben. Eine Bohrung kostet um die 50 Millionen Euro. Und sie kann zu nichts führen, weil man an der falschen Stelle bohrt. Aber weite Teile des Saarlandes sind unterirdisch vermessen. Es liegen viele Fakten über die geologischen Gegebenheiten des jahrhundertealten Bergbaustandortes vor. Dazu müssten Bergbaukonzern, Energieunternehmen und Landespolitik zusammenkommen, um Möglichkeiten durchzurechnen. Wir haben auf der Spießerhöhe zum Beispiel die Bohrung Saar 1 1967-68, runde 5800 Meter tief gebohrt, bis in den Basisgranit. Wer hat denn derartige Informationen in Deutschland? Das sind doch nur ganz wenige. Wir sitzen hier auf einem Riesenschatz an geologischen Informationen, die wir nicht nutzen. Inzwischen wird an Dutzenden Stellen in ganz Deutschland nach Geothermie gebohrt. Kostenlose, unerschöpfliche und vor allem unabhängige Energie aus der Erde. Nach Ansicht von Thomas Neu kann man das auch gerade im Saarland umsetzen. Ich habe als junger Ingenieur auf der Grube Kamphausen gearbeitet und durfte Kälteanlagen nach Untertage bringen, 85, 86, 87. Vor dem Hintergrund, wir konnten keine Steinkohle mehr gewinnen, weil es zu heiß war. Im Bereich Netzbachschacht, ungefähr 1000 Meter unter der Oberfläche, war es um die 60 Grad Celsius Gebirgstemperatur. Damals musste die Energie weg, sie störte, sie behinderte. Ich bin vom Saulus zum Paulus geworden. Das ist die Energie, die uns heute interessiert. Das ist die Energieversorgung der Zukunft. Wir haben hier im Saarland eben deutlich heiße Bereiche, die es zu erschließen gilt. Das zuständige saarländische Wirtschaftsministerium winkt allerdings ab. Auf unsere Anfrage heißt es lapidar, dass man bereits vor 12 Jahren, 2011, in einem Gutachten festgestellt hat, dass, Zitat, eine direkte hydrothermale Nutzung generell kaum zu erwarten ist. Auch, dass die Bundesregierung jetzt einen 3-Milliarden-Topf für Geothermie-Projekte bereitstellt, kümmert hierzulande die Politik offensichtlich nicht. So kann hier in Sachen Energie nichts Großes im Kleinen entstehen.